Der Ultimate. Ein VW-Busausbau von der Manufaktur Rhönkämp. Ein deutscher Ausbauer, der wirklich innen ganz tolle Lösungen und hochwertigen Möbelbau hat. Von außen schaut das Fahrzeug immer genau so aus, wie wir es hier sehen. Black Pearl von außen, 150 PS Automatik. Und wir haben das Fahrzeug auch, und das ist eine richtige Besonderheit, auch noch als Allrad. Ja, neu bei Memobile im Programm Fahrzeuge der Firma Rhönkämp. Eine Manufaktur von kleinen und feinen Campervans und auch Kastenwagen auf Allrad. Ja, wir bei Mimobile haben eine Kompletto-Ausstellung für die Rhönkämp-Fahrzeuge. Heißt, wir haben alle Modelle vor Ort. Es ist zurzeit der Ultimate auf VW-Bus-Basis, der Pace auf Mercedes Vito und zwei Kastenwägen hier hinter uns auf Mercedes Sprinter-Basis. Einmal der Force mit Querbett und einmal der Spirit mit Längsbetten. Ja, fangen wir gleich mit dem Innenausbau an, weil das ist ja das, was den Ultimate von vielleicht anderen VW-Bus-Ausbauten unterscheidet. Rhönkämp ist, wie gesagt, ein deutscher Ausbauer, sitzt in der Rhön, ist eine kleine Manufaktur. Wir haben hier innen wirklich hochwertige Möbel, die machen sonst normalerweise vor allen Dingen Offroad-Fahrzeuge. Und bei Offroad-Fahrzeugen muss man robust bauen. Das sieht man zum Beispiel an so Sachen wie unseren Auszügen hier. Das schließt alles richtig sauber, da stimmen die Spaltmaße. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir Schrankklappen haben und nicht wie vielleicht bei manch anderem VW-Bus-Ausbau Rollotüren. Vorteil von Rollotüren ist, die kriege ich immer auf, egal wo die Bank ist. Die ruckeln aber während der Fahrt und machen Lärm und haben auch eine begrenzte Lebensdauer. Deswegen haben wir hier Kläppchen mit dem kleinen Nachteil, dass man vielleicht mal mit der Sitzbank vor zurück rutschen muss, um da ranzukommen. Machen wir auch gleich weiter mit der Sitzbank. Wir haben hier eine Agouti-Sitzbank drinnen mit zwei Gurtplätzen. Also das Fahrzeug ist ein Viersitzer. Die Besonderheit bei der Agouti-Sitzbank ist, dass sie mit 50 Kilo deutlich leichter ist als die anderen Bänke, die normalerweise verbaut werden, und wir dadurch relativ einfach die Bank vor- und zurückschieben können. Zum Verschieben einfach den Hebel hier an der Seite ganz hochziehen und dann nach vorne. Weitere Besonderheit der Sitzbank ist, dass man ganz flexibel eine oder sogar beide Seiten abklappen kann. Grundsätzlich dient es hier hinten ja auch als Bett. Ich kann aber so zum Beispiel nur eine Liegefläche draus machen oder sagen, Mensch, ich möchte so ganz halb in Liegeposition sein. Zum Bett selber klappt man das hier komplett nach hinten um und setzt dann die Polsterelemente, die hier drunter sind, vorne an. Auf einer Seite haben wir es schon aufgebaut, auf der zweiten Seite erkläre ich es einmal kurz. Also es ist zum ersten Mal wichtig, dass man die richtig rum benutzt. Das sitzt immer mittig, das Teil. Also dieses Teil kann ich nicht auf der Seite einsetzen. Dann von unten einhaken, nach oben ziehen, Füßchen ausklappen, indem man das ein bisschen nach hinten zieht. Und dann geht es hier vorne runter. So wäre jetzt zum einen die Liegefläche hier unten, wenn man es wirklich komplett als Bett nutzt, ist es ganz gut, man legt sich einen Topper drüber. Man kann aber auch das hier jetzt natürlich super komfortabel. Jetzt habe ich Schuhe an, ich hebe sie hoch, so als Liegesessel nutzen. Die Sitzbank hier hinten hat zwei Isofix-Plätze. Rechts daneben ist die Induktion, also hat sie hinten nochmal eine Ablage. Induktion kann man sein Handy drüber laden und dahinter zwei Lichtschalter. Wir haben zum einen hier schöne LED-Beleuchtung in der Küche und es zieht sich auch hier unten am Küchenblock lang. Also das ist wirklich, ich sag mal, Markenzeichen von Rhönkämp, was den Ausbau auch unterscheidet von anderen VW-Bus-Ausbauten. Und dann haben wir auch nochmal Spots ganz oben im Himmel.
Ja, auch schön gelöst ist der Boden, der hier eben in so Teakholzoptik ist. Das bringt einfach noch mal ein bisschen Gemütlichkeit und Wärme ins Fahrzeug. Ansonsten haben wir hier auf der Seite eine Holzplatte in der Küche, dunkel gehaltene Klappen und die ganzen Wände sind schwarz befilzt. Zwei Highlights von dem Fahrzeug verstecken sich hier im Küchenbereich. Wir haben zum einen ein riesengroßes Kühlfach, 40 Liter Kompressor, und hier drunter einen Tisch, der super untergebracht ist. Zum einen haben wir komplett freien Bereich für die Füße, da ist uns nirgendwo eine Säule im Weg. Zum anderen ist es echt ein großer Tisch, den ich jetzt gerade noch nicht ganz verriegelt hatte. Jetzt ist er verriegelt und gibt auch nicht mehr nach. Ja, schauen wir uns mal den Staubereich in der Küche an. Wir haben einmal hier oben drüber eine schöne Ablage, die ist offen, kann man aber schön reinstauen, hat hier eine Rüttelkante, fällt einem also nicht raus während der Fahrt. Dann haben wir hier drunter ein Kläppchen, hier nur ein Kläppchen, weil da eben das Waschbecken runterkommt. Man kann aber noch was drunter schieben. Hier vorne haben wir eine komplette Schublade und zwar richtig tief. Hier drunter nochmal ein Kläppchen. Da hat es ein kleines Geheimfach. Darunter kommen die Ablassventile für Frischwassertank und Abwassertank. Das ist übrigens nochmal eine Besonderheit von dem Fahrzeug. Das Fahrzeug hat 65 Liter Frischwassertank. Ist für einen Campingbus absolut nicht normal. Das ist richtig viel. Es gibt noch ein Staufach. Das sieht man nicht wirklich. Ist aber echt sehr praktisch. Und zwar kann man hier die komplette Seitenwand vorschieben. Wie so ein kleiner Mini-Apothekerschrank. In der Küche haben wir einen Zweiflammen-Dometic-Kocher und nebendran unser Spülfeld. Hier oben versteckt sich das Bedienpanel von der Heizung. Wir haben serienmäßig eine Webasto-Standheizung. Serienmäßig auch immer dabei haben wir ein SCA-Aufstelldach. Das hat hier oben ein Bettmaß von 1,90 auf 1,23 Meter. Das Bettmaß unten ist übrigens 1,90 auf 1,10 Meter. Ein bisschen schmaler, weil an der Seite ja noch der Stauschrank ist. Das Bett hier, das Schöne an dem Aufstellbett hier oben ist, dass man zum einen da hinten das kleine Fenster zum Öffnen hat, aber hier vorne vor allen Dingen rundherum wirklich komplett aufmachen kann. Ein Moskitonetz ist dann noch da und bei schlechtem Wetter oder wenn es windig und kalt ist, macht man eben den grauen Kunststoffvorhang noch vor. Das ist was, das hat wirklich nicht jedes Aufstelldach. Zudem kann man auch hier unten an dem Zipper auch das Moskitonetz komplett aufmachen. Also dann ist man wirklich komplett frei. Die Matratze an sich hier oben ist relativ dünn. Wir haben deshalb auch Tellerfedern drunter. Wir haben hier einfach nicht so viel Platz für eine dicke Matratze, weil das Bett ja eben runterfährt und während der Fahrt geschlossen ist. Wenn Kinder hier oben schlafen, dann kann man so einen Rausfallschutz hochgurten. Der wird dann mit dem Teil oben am Gegenstück befestigt. Wir haben auch eine Leselampe hier oben. Die kann man ganz flexibel verstellen. Und schön ist, dass die unten eine USB-Steckdose hat. Man hat also eine Steckdose relativ nah am Bett, um zum Beispiel das Handy zu laden. Das Bett an sich lässt sich ganz einfach hochschieben. So gewinnen wir einfach mehr Stehhöhe im Stand und für die Nacht selber, wenn man klein ist, muss man einmal springen, holt man sich's dann wieder runter. Ja, wenn man das Dach komplett schließt, dann bitte immer zuerst das Bett runterklappen, dann erst das Dach über diesen Haltebügel runterfahren. Und wenn man das Dach runterfährt, immer die Schiebetür auf, dass die Luft entweichen kann und der Stoff sich eben nach innen und nicht nach außen faltet. Serienmäßig immer mit dabei beim Ultimate haben wir Verdunklung und Isolationsmatten fürs Fahrerhaus. Die werden einfach auf die Seitenscheiben magnetisch aufgeklipst, also das geht total einfach. Für die Frontscheibe klemmt man es oben ein bisschen hinter die Sonnenblende und auf der anderen Seite vom Scheibenfenster vom Fahrer genauso. Wir haben jetzt die Sitzbank einmal komplett vorgeschoben. Dann hat man hier hinten zum einen natürlich eine richtig schön große Staufläche. Wenn man mehr Platz braucht, man kann die Bank auch relativ einfach komplett ausbauen. Dann hat man alles zur Verfügung. Nun kommen wir auch an das Fächchen, an das wir vorhin nicht rangekommen sind. Da muss man auch nicht so oft ran, weil da versteckt sich die komplette Technik dahinter. Hier unten sieht man den Victron Solarladeregler. Wir haben 150 Watt Solarmodule oben auf dem Aufstelldach serienmäßig mit dabei bei dem Fahrzeug.
Hier an der Seite haben wir auch nochmal Stauraum. Einmal hier ein Fächchen. Dann hier hinten nochmal, immer mit Zwischenboden. Hier unten ein längliches, was nicht ganz so hoch ist. Und dann, was auch nochmal echt eine schöne Lösung ist, dass wir hier einen Auszug, wirklich einen tiefen Auszug, komplett zum Rausziehen haben. Wir haben hier hinten auf der Fahrerseite den Einfüllstutzen für den Frischwassertank. 65 Liter passen da rein. Das ist richtig viel für so ein Busle. Und daneben die serienmäßige Außendusche. Apropos Außendusche. Wir haben hier auch eine komplette Duschkabine dabei, die super einfach zu montieren ist. Einfach oben festgeklettert. Ich zeige das einmal kurz. Kann man also schnell auf- und abbauen. Wird hier hinten an der Seite um die Gestänge nochmal festgeklettet und unten auch festgebunden. Also ist eine größere Dusche als in jedem Wohnmobil. Zusammen geht der Vorhang auch super klein. Der ist verstaut in diesem Täschchen. Ja, der Duschvorhang ist übrigens hier hinten in der Heckklappe mit oben drin. Da versteckt sich aber nicht nur der. Zum einen haben wir auch nochmal zwei Campingstühle und oben die Kurbel für die Markise. Ja, zu Stühlen gehört natürlich auch ein Tisch. Der ist hier im VW-Bus ganz praktisch in der Schiebetür verstaut. Das Schöne ist also, wir haben sowohl einen Tisch innen als auch einen zusätzlichen Tisch draußen. Also man kann da zweigleisig fahren, ohne immer hin und her zu bauen. Wo wir schon mal so geschickt an der Tür sind. Natürlich kann man das Fenster hier auch verdunkeln. Dazu einfach hier den Vorhang zuziehen, von der anderen Seite entsprechend. Beim Fenster in der Küche ist es dasselbe. Das Fenster in der Küche ist ein Schiebefenster, was man auch noch öffnen kann. Ja, mal zum Basisfahrzeug an sich. T6, er kommt immer in der Außenfarbe Black Pearl. Wir haben immer beim Ultimate hier vorne den gelben Streifen, der eben ganz schön korrespondiert zu der Rhön-Camp-Beklebung hinten. Wir haben serienmäßig bei dem Fahrzeug immer voll LED-Scheinwerfer und einen adaptiven Abstandstempomaten. Das Fahrzeug hier hat jetzt eine Markise an der Seite, die ist Zusatzausstattung. Wir bekommen ja auch noch zwei Allradfahrzeuge im Februar 24, die haben keine Markise, die haben Multirails, sowohl auf der Fahrer- als auch auf der Beifahrerseite, wo man dann einfach ein Sonnensegel einziehen kann oder ein Vorzelt einbauen. Also ein bisschen flexibler als eine Markise. Serienmäßig, bei allen VW-Bussen haben wir eine Zuziehhilfe, macht einem Freunde auf dem Campingplatz, weil die Tür eben sich von selber ranzieht und man nicht so knallen muss. Zuziehhilfe haben wir übrigens nicht nur bei der Schiebetür, auch bei der Heckklappe. Hier auf der Seite haben wir das Ultimate-Logo in Gelb, schön passend zu dem gelben Streifen vorne am Kühlergrill und unten dann noch den Lifestyle-Camper-Schriftzug. Ja, dieselbe Beklebung haben wir auch auf der Fahrerseite. Hier unten sehen wir den Stromanschluss. Das ist schön gelöst bei Rhön-Camp. Wir haben D-Fahrstecker, die sind einfach deutlich kleiner als sonst dieser dreipolige Stecker. Heißt, wir haben nicht so ein großes Loch in der Außenhaut, tendenziell weniger Fläche, wo Schmutz, Wasser, Dreck eindringen kann. Es fährt sich sehr komfortabel in dem Fahrzeug. Wir haben nämlich ein 7-Gang DSG-Automatikgetriebe. Außerdem haben wir das Winterpaket mit verbaut. Heißt, wir haben hier Sitzheizung einmal auf den Fahrerhaus sitzen und auch beheizbare Scheibenwaschdüsen vorne. Kommen wir einmal hier zum Multimedia-Paket. Da ist es tatsächlich ein bisschen schmal ausgestattet, das Fahrzeug. Es hat kein Navigationsgerät, aber mit dem Hintergedanken, dass die meisten sowieso Apple CarPlay, Android Auto nutzen und da eben über Google Maps fahren und man sich dann einfach den Preis für das Navigationsgerät sparen kann. Wo richtig schön aufgerüstet wurde, ist in der Soundanlage. Das wurde nämlich verstärkt mit einem Karatec Soundsystem. Da haben wir auch nochmal hinten, hinter der Rückbank, ganz hinten an der Heckklappe zwei zusätzliche Lautsprecher. Also Sound ist hier richtig gut im Auto vorhanden. Ja, vorne und hinten hat das Fahrzeug Piepser. Also man kann da beim Rangieren nirgendwo einfach anstoßen. Wir haben 80 Liter Kraftstofftank, serienmäßig den großen. Und wir haben überall hinten abgedunkelte Scheiben. Ja, Fazit zum Ultimate. Das ist wirklich ein Ausbau von einem VW-Bus, der sehr viel Wert
auf das Campingerlebnis legt. Das merken wir zum Beispiel daran, dass wir einfach top ausgestattet sind mit allerlei Dingen, die wir für den Campingbetrieb brauchen. 65 Liter Frischwasser, 150 Watt Solaranlage, Webasto Standheizung, großer Kühlschrank, Campingtisch und Stühle, einmal in der Tür und hinten in der Heckklappe, verbunden mit einer schönen großen Duschkabine, die man mit der Heckklappe machen kann. Also es sind alles so Dinge, die das Fahrzeug zu einem richtigen Campingfahrzeug machen. Diese ganzen Optionen sind serienmäßig schon im Fahrzeug und im Preis enthalten. Und dazu kommt dann einfach noch, dass es optisch ein wunderschönes Fahrzeug ist, was auch qualitativ richtig gut gemacht ist, mit dem guten Möbelbau, den wir haben, und innen komplett ausgefilzt. Die Besonderheit ist, dass es von diesem Fahrzeug noch wenige Allradfahrzeuge gibt, die wir auch noch liefern können. Das sind richtige Perlen, weil der VW-Bus so in der Art in Zukunft nicht mehr als Allrad gebaut wird. Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns. Wir beraten Sie gerne telefonisch, per Mail, am besten direkt vor Ort. Ja, und jetzt würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie mit uns einen Termin vereinbaren. Sie finden uns direkt an der B29 zwischen Fellbach und Schorndorf, eine Viertelstunde weg vom Stuttgarter Stadion. Ja, Sie finden die Fahrzeuge bei uns nicht nur alle im Netz, sondern auch alle bei uns in unserer Completo-Ausstellung vor Ort. Und Completo heißt alle Möbel, alle Möbeldekore, alle Polster, alle Grundrisse, eben alle Eurer, alle Karmann und alle jetzt neu Rhön-Camper. Die Infos dazu, welche Fahrzeuge vor Ort sind, in welcher Ausstattung und ab wann, finden Sie auf unserer kompletten Website. Die ist unten auch nochmal verlinkt. Und dann eine ganz besondere Spezialität von Mimobile ist der Verkauf der großen Mietflotte am Ende der Saison oder auch schon während der Saison unter dem Markennamen Early Bird. Der frühe Vogel holt den Wurm. Darüber hinaus kann man sich auch einen maßgeschneiderten Gebrauchten bei uns bestellen. Der muss halt rechtzeitig zur Mietsaison geliefert werden können, damit er dann am Ende der Saison ausgeliefert werden kann. Apropos Vermietung, wir bei Mimobile verkaufen nicht nur das Wohnmobil, sondern wir bieten auch wirklich Service von Anfang bis zum Ende. Und dazu werfen wir jetzt zuerst mal einen Blick zur Mama in die Vermietung. Wir haben über 50 Fahrzeuge in der Vermietung, jedes Jahr neue Modelle mit den unterschiedlichsten Grundrissen. Die Chancen sind also sehr gut, dass Sie Ihr Wunschfahrzeug, für das Sie sich zum Kauf interessieren, bei uns zuerst mal mieten können. Die Fahrzeuge sind alle Werkstatt- und Kundendienst gewartet. Hier in unserem Technikparcours berate ich Sie zum Thema Autarkie, Lithium, Wechselrichter, Solar- und Brennstoffzelle. Zum Thema Multimedia, SAT, TV, Navigationssysteme und mobiles Internet. Zum Thema Sanitär, Wasseraufbereitung, Pumpentechnik, Trocken- und Trenntoiletten. Weiterhin berate ich Sie zu Fahrwerkstechnik, Lastenträger, Anhängerkupplung, gerne auch direkt an Ausstellungsstücken in unserer Ausstellung. Nun geht's weiter zur Werkstatt. Moment, einen kleinen Zwischenstopp gibt's noch. Unsere Werkstatt ist nämlich an unserem neuen Standort in Bräuningsweiler. Alles, was Sie sich beim Björn im Technikparcours ausgesucht haben, bauen wir Ihnen gerne ein. Wir machen nicht nur das, sondern alles andere, was rund ums Wohnmobil anfällt, wird bei uns repariert. Diesen Service bieten wir nicht nur für Euro und Karmann, sondern auch für alle anderen Marken. Ja, das war jetzt die Vorstellung im Schnelldurchlauf. Ausführliche Infos zu Mimobile finden Sie in unserem Kickoff-Video 2024. Link dazu unten in der Beschreibung.